Hey Leute, ich bin's Phil und heute bin ich mal in einer riesigen Festung gespawnt und die Aufgabe des heutigen Videos ist, die Farbe von Steve zurückzuholen. Nämlich gibt es hier anscheinend auf der Map einen farblosen Steve, der, wie der Name schon sagt, seine Farbe verloren hat. Ich bin in diesem Raum gespawnt mit einer Kiste, hier sind ein paar Steaks drin, da ist auch noch ein Knopf, der mir sogar gute Rüstung gibt und die kann ich gleich mal anziehen. Das ist eine krasse Schutz 4 Rüstung. Leider mit keiner Waffe irgendwie dabei, aber einem Schild sogar und drei Tränken. Tears of the Week. Drink this and go beat the life. Okay, das kann ich mal machen. Also ich trinke mal die Potion. Mal schauen, was ich mit der alles machen kann. Aber das hat mir nicht wirklich was gebracht. Steves Festung. Suche Steve. Das ist jetzt die erste Aufgabe. Und wir sind, ich weiß nicht, wo ich gespawnt bin. Auf jeden Fall in der Festung. Und ich muss Steve finden. Und, hier habe ich eine Waffe, einen Bogen mit ein paar Pfeilen, sehr nice. Aber auch schon mal zu Anfang, Leute, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst unbedingt mal ein Like da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und da geht es eine Leiter nach oben. Das ist eine Redstone-Kiste. Da ist aber, glaube ich, kein Redstone drunter. Ne, da ist nichts drin. Und hier geht es nicht weiter. Ich glaube mal, dann muss ich stark nach oben laufen. So, heb den Bogen mal in der Hand. Nicht, dass da irgendwas erscheint. Und wo bin ich jetzt hier, bitte? Was? Das sieht krass aus. Ich glaube mal, ich muss das Jump-Run machen. Start hier, da steht's auch. Okay, das sieht irgendwie deswegen auch die Feuer-Potion. Aber die bringt, glaube ich, nicht wirklich viel. Ne, ich bekomme trotzdem Schaden. Okay, Leute, das heißt, es wird echt ein bisschen schwieriger. Perfekt beim Schaden abspringen. Also immer, wenn man den Schaden bekommt. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt habe ich es leider wieder gefailt. Das heißt, das Ganze nochmal von vorne. Ah, so kann es echt gut gehen. Ja, Leute, ich habe es gleich geschafft. Nur noch auf... Nein! Wie knapp war das denn? Also zum Glück habe ich die Rüstung, sonst wäre ich irgendwie schon längst davon, glaube ich. Schade, dass es keine so Fire Protection hat. Aber wenn man ganz kurz noch rüberspringt, brennt man noch nicht mal an. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, auf den Block zu springen. Und jetzt hier drauf. Wo geht's aber weiter? Ich glaube... Da runter oder nach da oben. Ich glaube mal, ich muss nach da oben. So, das heißt von hier auf die Leiter. Nein. Warum bin ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen, das auszumachen? Okay, aber gut, Leute. Ich bin jetzt wieder hier und mal schauen, was ich jetzt genau machen muss. Der Sprung war auch gerade noch so machbar. Ja gut, so schwer war es jetzt auch nicht. Aber Leute, es geht noch weiter. Ich will jetzt nicht failen. Es geht ziemlich weit nach unten. Da ist überall Feuer und so weiter. Und ich muss hier auf den Skelettköpfen springen. Hier geht's weiter nach oben. Da geht's lang. Hier dann die Leiter hoch. Und jetzt bin ich sogar schon fast ganz oben, wie riesig das hier ist. Ich habe auch noch 3,5 Herzen. Irgendwie ragge ich auch nicht ganz voll. Und ansonsten haben wir hier nicht viel. Außer da ich habe den Steve gefunden. Da vorne ist er und hat echt seine Farbe verloren. Jetzt muss ich aufpassen, ich darf nicht runterfliegen. Und wie immer weiß ich nicht. Es war auch knapp, ob er böse oder lieb ist, aber... Ich glaube, ich muss ihm da eher mal helfen. Und hier, er bewegt sich sogar. Er schaut mich an. Was steht da hinten? Nehme die Farbe aus den Kisten und springe in den Dropper. Ich muss quasi... Okay, da ist Farbe drin. 26 Stück insgesamt. Oh, da ist sogar Heilung drin. Die kann ich mir auch mal gleich geben. Das ist praktisch. So, was ist in der anderen Kiste? Da ist sogar direkt Schaden drin. Das kann ich auch noch vielleicht gebrauchen. Jedenfalls, ich habe die Farbe rausgenommen und ich glaube mal, ich muss verschiedene Farben sammeln. Und ja gut, komm, ich werde dich retten. Ich werde deine Farbe zurückholen und in den Dropper springen muss ich jetzt. Ich sehe aber kein Wasser irgendwie. Ich glaube mal, das sollte schon von hier oben sein. Und da unten sehe ich aber was. Okay, ich glaube mal, da muss ich runterspringen. Das heißt, hier ganz genau runterspringen. So, das mache ich jetzt mal. Ich hoffe mal, dass ich nicht failen werde. Ja gut, das kann man eigentlich fast gar nicht failen. Und da vorne sind ganz viele Skelettköpfe. Ich weiß nicht, haben die vielleicht Steves Farbe geklaut? Und da ist ein Knopf. Den könnte ich mir jetzt gleich mal drücken. Vielleicht kommt da was... Oh mein Gott, raus. Was war das denn? Und da kommen jetzt auf einmal so... Und hier kommt überall Feuer. Wächter. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Oder wer die Monster hier genau sind. Und die kommen sogar beide schnell zu mir. Ich habe noch nicht mal eine richtige Waffe. Zum Glück habe ich den Bogen mitgenommen. Ich hätte, glaube ich, mal nicht den Knopf drücken müssen. Dürfen eher gesagt. Und... Was machen die? Die rasten komplett aus. Ich glaube, die muss ich erstmal killen. Da vorne verändert sich da wieder was. Irgendwie war hier komplett Feuer. Jetzt auf einmal gar nicht mehr. Aber, ja gut, jetzt habe ich sogar ein paar Items gedroppt bekommen. Den muss ich jetzt auch noch killen.
Und ein paar Herzen wurden mir abgezogen. Eineinhalb ist jetzt nicht so viel. Hab auch noch Direktheilung. Aber zum Glück hatte ich die Rüstung. Sonst wird schon anders aussehen. Und ansonsten habe ich hier nichts. Den Knopf drücke ich eher mal nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es da hinten noch was gibt. Ich glaube aber mal auch nicht. Na gut, da geht's nach oben. Kann ich auch mal gleich machen. Aber ansonsten haben die mir nichts gedroppt, oder? Nee, nur eine kaputte Rüstung. Na gut, aber die ist auch unzerstörbar. Und da geht's nur nach oben. So, das heißt, da kann ich auch mal lang. Und hier ist wieder Steve. Hast du den blauen Beton unten aus der Kiste genommen? Really, Steve? Das hättest du mir vorher sagen können. Dann muss ich jetzt nochmal nach unten gehen. Moment, unten. Ja gut, doch. Unten aus der Kiste. Wo ist da eine Kiste? Ich sehe ein kleines bisschen was. Ich weiß nicht, ob da vielleicht der Beton drin ist. Oh nein, und ich rack auch nicht mehr voll. So, ich kann ein kleines bisschen essen. Und dann hier runterspringen. Bitte nicht so viel Leben verlieren. So, dann das Feuer erstmal ein kleines bisschen wegmachen. Und ist da jetzt wirklich was in der Kiste? Moment, das ist wieder ein Trick vielleicht. Ich öffne die mal von hier. Aber es ist kein Trick. Okay, und da ist echt wieder eine neue Farbe. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei Stück insgesamt. Ich weiß nicht, wie viele noch, aber ich gehe jetzt mal wieder nach oben zum Steve. Ich bringe die am besten mal, wenn er da immer noch ist. Ich weiß es nicht. So, das heißt, wieder hier die ganzen Lianen hoch. Ich könnte jetzt auch gleich mal so ein bisschen Direktheilung verwenden. Nicht, dass ich noch sterbe, alles wieder von vorne machen muss. Und ich hoffe mal, dass er da oben auch noch zu sehen ist. Aber er ist weg. Mit einem Pfeil nach links. Okay, will er mich doch trollen oder will er mir etwas zeigen, wo es weitergeht? Da ist ein Jump'n'Run. Aber ich sehe Steve nirgendwo. Komm, erstmal eine Direktheilung. Und anscheinend muss ich hier jetzt einen Jump'n'Run machen. So, und das gar nicht so schwierig eigentlich ist. Aber ich habe das Gefühl, oh nee, Leute, das wird jetzt noch schwierig. Das heißt, hier kann man sich den Kopf anstoßen, im letzten Moment abspringen. Perfekt. Und dann noch hier weiter auf den Block. Und dann bin ich auch hoffentlich schon, ja, dass ich den Ausgang ganz oben, oder was heißt ganz oben? Ich glaube mal, ich bin noch längst nicht ganz oben. Ich war irgendwo da vorne, glaube ich, da oben. Und jetzt haben wir hier wieder einen Pfeil nach rechts, diesmal. Und das sind sogar Barrier Blocks. Da vorne geht es nicht weiter. Ich glaube mal, ich muss hier langlaufen. Und ich hoffe mal, dass sie auf jeden Fall nicht aufhören. Okay, quasi darüber. Hat da gerade einer aufgehört? Nee. Aber hier hören die auf. Oh Leute, das ist ein gemeiner Sprung. Das heißt hier, das muss ich mir merken. So, und mal schauen, ob ich das schaffe. Nein! Ich habe sogar überlebt. Jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Also auch nochmal das komplette Jump'n'Run. So, hier ist wieder der letzte Block. Das heißt, da abspringen. Ich hoffe mal, das schaffe ich jetzt auch diesmal. Und ich habe es geschafft. Moment, nicht, dass hier irgendwie noch was ist. Aber hier kann ich ganz normal durchlaufen. Ich habe immer noch die 1,5 Herzen. Und ich habe jetzt gar keine Regeneration mehr. Doch, das ist Direktheilung. Noch nicht mal eine Fire Potion. Stimmt, das sah irgendwie nur so aus. Und jetzt bin ich bei Gefängniszellen. So sieht es zumindest aus. Und da ist sogar, da ist auch noch eine weitere Farbe. Drei habe ich jetzt schon. Und ansonsten war hier gar nichts dahinter. Ne, auch nichts. Dann gehe ich mal weiter nach oben. Und hier ist eine Kiste mit einer Steinspitzhacke und einem Zettel. Baue Steves Zelle auf. Da vorne ist er sogar. Die Frage ist jetzt, ich gehe gleich mal zu ihm. Welche Zelle hat Steve? Woher soll ich das überhaupt herausfinden? Es sind überall verschiedene Köpfe. Okay, und ich glaube mal, okay, hier ist die Zelle. Und er steht da einfach nur. Gut, dann baue ich seine mal ab. Und da ist sogar eine Kiste. Die kann ich mir jetzt mal nehmen. Unter seinem Bett mit einer weiteren Farbe. Jetzt habe ich vier Stück. Die Frage ist, wie viel brauche ich noch, um seine Farbe wiederherzustellen? Ich glaube mal, das müssten fast sogar alle sein. Und er rennt weg. Okay, ich folge ihm jetzt ganz schnell mal. Er rennt die Leiter nach oben. Ich muss ganz schnell die Leiter selber hoch. Nicht, dass ich ihn verliere. Da ist er wieder. Und er geht jetzt nach links in irgendeinen Raum. Ich hoffe mal, das ist keine Falle. Und was macht er jetzt? Er bleibt auf den Farben stehen. Ich glaube mal, so kann ich jetzt gleich wieder seine Farben herstellen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Droppe alle Farben hier. Ich habe jetzt seine Farben. Okay, die kann ich dann anscheinend hier alle droppen. Das sind unterschiedlich viele. Aber Leute, ich droppe jetzt mal hier zwei. Dann droppe ich hier die beiden. So, noch die 17. Und Steve müsste eigentlich seine Farbe wieder gewechselt haben. Es hat funktioniert. Steve hat jetzt wieder seine Farben
Und Leute, das war die Aufgabe von dieser Map hier. Falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist auch wirklich, wenn man sich das anschaut, eine krass riesige Festung. Aber gut, das war es erstmal so dazu. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie Instagram, Snapchat. Könnt ihr mir gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und ciao.